als die anderen zuvor. Ach, da hätte er am liebsten durchspringen wollen, aber das klappt nicht. Aber phänomenal auch diese Vorstellung. Leconte, Markus Ehning. Und das Schöne ist, bei all diesen schnellen Zeiten, es ist immer noch so schön anzuschauen. Das ist Reitkunst. Der vierte Platz im Moment für Markus Ehning. Ludger Beerbaum und Gold Fever. Ludger Beerbaums Turnier ist Münster schon immer gewesen. Diese Prüfung und vor allem auch der große Preis, den er schon ein halbes Dutzend Mal bald gewonnen hat. Tja, Ball flach halten, ruhig bleiben. Zwei wollen noch antreten. Karl Brocks hat auf das Stechen jetzt verzichtet. Da kommt jetzt noch Susanne Behring erstmal. Und dann kommt noch Anna-Maria Jacobs. Was haben die Damen jetzt noch an Parole zu bieten? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Geht. Und das geht auch. Der kann auch lang durchgaloppieren und groß abspringen. Das macht er. Und dann bleibt er so ein klein bisschen zu tief in der Hinterhand. Tja, sie hat es absolut versucht und auch eine super Zeit mit 38,04. Die Susi, die Susanne Behring und ihr Nesquik, der wird sich schnell war. Ja, Ludger Beerbaum fahren weiterhin mit Goldfieber. Letzter Ritt, den erleben wir jetzt hier live in der Halle Münsterland mit Lause Junge und Anna-Maria Jacobs. Ja, Ludger der Sieger heute, Fragezeichen, der Sieger morgen vielleicht auch wieder ab 14 Uhr bei uns live im großen Preis. So, Lause Junge, du hast schon manchmal sie geärgert und ärger deine Retterin jetzt nicht. Quirlig, agil. Sehen Sie mal, der kommt viel zu dicht hier. Muss ich helfen. Dann der Unmutsbuckler. Dann geht so die Distanz so richtig ein bisschen dahin. Der Rhythmus, dann ist passiert. 4 Punkte. Ludger Beerbaum gewinnt in einem Krimi. 37,5 vor Christian Ahlmann. 37,56. Goldfieber und Perry Lee unter dem Sattel unterwegs. Dann der junge Portugiese. Der Sieger lacht und ich auch. Danke, tschüss und Sabine Hartl bitte.